Generell 5 ist ein Blechbläserquintett, das seit 2003 zusammenarbeitet. Es sind insgesamt 5 Blechbläser. Wir haben eine Tuba, wir haben eine Posaune, ein Horn und 2 Trompeten. Es sind nur Männer und das macht auch das Erzählen von einer Geschichte über Heidi ein bisschen besonders, aber es sind feine Männer. Das heißt, auch der Trompeter, der das Heidi spielt, spielt es sehr glaubhaft. Heidi kommt als erstes oben an. Sie läuft zur Alphütte, streckt am Mann die Hand entgegen und sagt: Guten Morgen, Großvater. Was soll jetzt das bedeuten? Ich habe das Libretto geschrieben und Fabian Künzli hat dann aufgrund des Librettos hat er dann das Stück komponiert. Da wird sie ihr Bett haben. Der Alpoy kommt auch auf und tut Heidi mit dem Heu ein Bettchen zurechtmachen. Dann steigt er wieder runter, holt das Lindtuch, das er drüber wirft, und eine Decke für die Nacht. Heidi und der Wolf ist ein Stück für alle, für die Großen, als auch für die kleinen Kinder ist. Es ist ein Stück, welches die klassische Heidi-Geschichte mit der Wolfsgeschichte von Prokofjew verbindet, also Johanna Spyri und Prokofjew. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass da sehr viele Parallelen in diesen Geschichten sind. Also beides sind Kinder, beide leben beim Großvater und beide leben auf dem Land. Und da habe ich dann gedacht, eigentlich was wäre, wenn jetzt bei Heidi plötzlich ein Wolf in die Geschichte kommen würde. Ich habe keinen Geist, Großvater. Ja klar, du bist Heidi und das ist der Peter. Schau auf seinen Schritt und schau, wie es Geister machen. Und alles kommt gut. Barandienaga. Was? Lamschigo. Nein, Wolf, es ist doch ein junges Geissli, kriegt kein Lamm. Ja, Geissigo. Trudi steht auf, säckelt kreuz und quer aus Kek, tanzt an die Wand und geht in Ohnmacht. Die Nacht war definitiv zu viel für das Federviech.